ist das Tor! Da ist das Tor! 120. Minute! Luca Toni! 3-3! Die Bayern stehen im Halbfinale! Vorgegangen sind. Was war in Ihrem Kopf? Hier scheide ich nicht aus international oder was war da drin? Nee, in meinem Kopf war eigentlich nur, du musst heute irgendwas Produktives noch machen, nachdem du nichts anderes gemacht hast wie 3 Tore bekommen. Muss jetzt noch irgendwas Positives passieren und das ist dann passiert, indem ich vielleicht für ein bisschen Verwirrung sorgen konnte. Ja, die frühe rote Karte hatte erst einen Anschein, jetzt ist das Spiel gelaufen und das geht dann in die Köpfe der Spieler. Denkt jeder, jetzt kann ich 10% weniger machen, wir haben 90 Minuten Zeit, der Gegner wird müde, wir werden schon unser Tor machen und dann geht oft der Schuss nach hinten los. Und so war es auch heute, dass wir vielleicht durch diese erwähnte Selbstsicherheit bestraft wurden. Ja, dass wir weitergekommen sind, ich denke, da haben wir jetzt sehr viel Glück gehabt, dass wir weitergekommen sind. Wir haben nicht gut gespielt, das wissen wir alle, aber solche Spiele kommen vielleicht mal vor in der Karriere, glaube ich. Und der Oli Kahn ist sowas auch noch nie passiert. Und es wird noch lange in den Köpfen drin sein. Natürlich ist man in einer gewissen Sicherheit. Man wird in einer, man wiegt sich in Sicherheit und möchte dann und glaubt dann, dass dann vielleicht irgendwann schon das Tor fällt. Aber es ist gefallen auf unserer Seite und dann haben die natürlich unheimliches Selbstvertrauen gewonnen, die Spanier. Und so haben wir halt erst kurz vor Schluss das 1-1 gemacht. Und dann, es ist auch ziemlich normal, dann will man sich kurz zurücklehnen. Und dieses kurze Zurücklehnen haben die natürlich ausgenutzt und haben dann das 2. und 3. Tor gemacht, kurz nach wieder Anpfiff. Da haben wir schön geschlafen da hinten. Und dass es dann am Ende komischerweise die klaren Torschancen auch während der 90 Minuten haben wir nicht gemacht. Und nachher haben wir dann doch vor allem das 2. Tor, da war ich sehr glücklich. Und das 3. das kann ich jetzt noch nicht fassen, dass der in der letzten Minute der Nachspielzeit eben drin war. Ja, ich bin immer überzeugt, solange die Zeit läuft und man auf dem Platz auch noch dem Spiel eine Wende herbeiführen kann, dann glaube ich immer total an den Erfolg. Heute war es zwar schwer, richtig dran zu glauben, weil wir lange Zeit sehr schwach gespielt haben, weil wir Nerven gezeigt haben, weil der Gegner auch über sich hinausgewachsen ist. Getafe hat ein sensationelles Spiel gemacht und somit habe ich schon auch Bedenken gehabt, aber wir wurden belohnt, dass wir nie aufgegeben haben. Und wir wurden auch belohnt, weil wir einen Luca Toni in unseren Reihen haben, der ein riesen Kämpferherz hat. Es ist eine Partie wirklich incredibile. Aber penso che sia stata una gran partita, il pubblico si sia divertito. Chiaro, noi siamo stati anche fortunati, perché fare gol all'ultimo secondo è qualcosa di incredibile. Ja, wir sollten heute nicht über einzelne Spieler reden, sondern wir sollten darüber reden, dass wir mit der Mannschaft schon sprechen müssen, dass man bei aller Freude über das Erreichen des Halbfinals eigentlich damit nicht zufrieden sein kann. Ich meine, die 2 Tore nach gleich am Anfang der Verlängerung, es war wie ein Todesstoß fast schon. Und dann hat man hat schon dran geglaubt, weil man immer wieder vielleicht durch so hohe Bälle vorne rein, gab es immer wieder kleine Zweikämpfe und da kann mal ein Tor passieren, dass natürlich das 3-2 so fällt, das hätte man auch nicht gedacht. Und nach dem 3-2 hat man natürlich noch dran geglaubt. Zeichnet das auch eine große Mannschaft aus, dass man
mal nach einer schwachen Leistung trotzdem sich irgendwie durchkämpfen? Ich glaube und ich hoffe schon. Okay, gut. Ihre Lebensphilosophie so ein bisschen nie aufgeben, immer an sich glauben. Haben Sie tatsächlich bis zuletzt dran geglaubt, dass es noch klappen könnte? Also ehrlich gesagt habe ich schon ein bisschen Zweifel gehabt. Aber man glaubt ja immer, nachdem was ich alles erlebt habe im Europapokal, positive Dinge, negative Dinge, man glaubt immer irgendwie, was weiß ich, lieber Gott, hilf irgendwie, irgendwas muss helfen. Dann lässt der Torwart den Ball fallen und dann hast du noch 5 Minuten Zeit. Also 5 Minuten ist ein Wahnsinn im Fußball. Ja, da sind wir schon mal deutscher Meister geworden innerhalb von 4 Minuten. Und es ist halt Bayern München, das kann man nicht erklären, dieses Phänomen, dass du dann eben manchmal auch dieses Glück hast, obwohl wir heute, das muss man auch klar sagen, nicht gut gespielt haben. Und wenn wir ausgeschieden wären, hätten wir uns nicht beschweren dürfen.